Puh, ich bin echt ohne Adrenalin. Holle die Waldfee, du. Das war heftig. Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Burger-Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands und ich möchte euch bitten, mir dabei zu helfen, indem ihr einen Kommentar wieder reinhaut. Für den besten Burger Deutschlands, ihr könnt direkt den Burger, den ich im nächsten Video teste, wählen in den Kommentaren. Das heißt, bestes Top-Kommentar kommt der nächste Burger. Also liked ordentlich auch den Burger, den ihr sehen wollt. Also wir sind in Oldenburg und ich sage euch, dieses Video gibt viel her. Also für alle Gourmets unter euch, mir als ihr wisst, ich bin, würde ich mich behaupten, wortgewandt, um Essen zu beschreiben, aber bei diesem Video fehlt mir fast die Worte. Ein Brioche, das vom Himmel gefallen ist. Eine Soße, ich habe zu meinem Kollegen Ahmed ist heute mit dabei. Da müssen die Chips Pringles klein gemahlen haben und da rein. Das hat so ein spezielles Aroma. Das ist krank, ihr müsst es euch angucken. Wir fahren zum ersten Burger und viel Spaß beim Video. Sind jetzt bei Beef and Beats. Euer Kommentar, ich blende es mal eben ein, zum besten Burger Deutschlands. Gut gefüllt, das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Ich muss es in jedem Video sagen, gut gefüllt. Ja, also sieht sehr sympathisch aus. Sehr sympathisch hier in der schönen Gasse, da vorne schöne Natur. Beach Club, Ahmed. Wunderschön. Schön hier, einfach alles schön hier. Okay Leute, kurzer Eindruck, was wir hier so am Start haben. Damit ihr kurz wisst, wofür ich mich entschieden habe. Man kann zwischen drei Brötchen entscheiden, Vollkorn, Brioche und Bob. Aber es ist der Big Ben. Crispy Bacon, Cheddar Cheese, rote Zwiebeln, Gewürzgurke, Salat, B&B, Burgersauce und Kresse. Hört sich schmackhaftig an. Wer soll's sein? Wir gehen gleich in die Küche. Wir haben den Chef am Start. Moin Tobi. Moin, hi. Grüß dich. Also der Chef vom Beef and Beats. Richtig. Wie lange gibt's denn da, Tobi? Januar 2017 haben wir aufgemacht. Januar 2017. Also 4,5 Jahre jetzt. Wenn du sagen könntest, so allgemein, habt ihr ein Konzept hinter dem Laden, gerade was Burger angeht, oder habt ihr einfach jetzt frei raus oder steckt da irgendwas hinter? Einen groben Faden, wo ihr euch also nachdenkt. Tatsächlich, wir haben tatsächlich vorher zwei andere Konzepte gefahren am gleichen Standort. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt das, wo ich Bock drauf habe. Ich habe Bock auf Burger. Wir überlegen uns ein paar geile Rezepte und, dann machen wir das. Und wie läuft das, wenn man einen Burgerladen gründet? Hast du zu Hause immer Burger gezaubert? Hast du gedacht, daraus könnte ich geil, die könnte ich verkaufen im Laden, das wird der Renner sein? Hat sich da langsam denn ein neues Rezept draus entwickelt? Wie kam das, dass auf einmal so eine Karte da ist, wo ihr 7, 8 Burger habt? Die kommen ja nicht aus dem Himmel geflogen, sag ich mal so. Ja, ich habe mich tatsächlich damals mit einem Kumpel zusammengesetzt. Im Grunde haben wir die ganze Karte echt an einem Abend auf Papier entwickelt. Ach. Mit Rezepturen, mit allem. Nein. Und dann haben wir einen Tag Probe gekocht und Fotos gemacht und fertig war eigentlich. Der Rest war Feinschliff. Und beim Fleisch, habt ihr da was, wo ihr drauf zählt? Irgendwie den Schlachter von nebenan oder habt ihr da irgendeine... Genau, es ist tatsächlich Fleischerei Hämmerling in Delmenhorst, regionales Fleisch aus der Region. Dieses ganze, wir verkaufen dry aged und beer aged und da weiter gereift. Das ist eigentlich, meiner Meinung nach ist alles Quatsch. Ja. Ein geiles Stück deutsches, vernünftiges Fleisch. Vernünftig gegart, bisschen Salz, bisschen Pfeffer nachher drüber. Guter Fettgehalt, habe ich mir sagen lassen. Genau, noch, vernünftiger Fettgehalt. Ja. Wir werden den Burger testen. Wir gehen gleich nochmal in die Küche. Ich danke dir erstmal, Tobi, für deine Zeit. Mal aufnehmen. Also ich habe vorhin gesagt, welchen Burger ich nehme. Ich nehme doch den, wie heißt er jetzt? Den Roadhouse. Den Roadhouse, weil der Big Ben sagte, Tobi, das ist so der Big Mac, sag ich mal, den so viele mögen, so der allgemeine Gaumen. Und der andere, der Roadhouse ist so Geschmacksexplosion. Und ich will Geschmacksexplosion, sag ich dir ehrlich. Dann nehmen wir den. Nehme ich das nochmal eben an. Also Leute, wir nehmen das Brioche Burger, das Brioche Patty, Burger Bun. Bin ich absoluter Fan von. Geht nichts anderes. Und Fleisch Medium. Tobi hat gerade gesagt, er trifft es richtig, wie er es gesagt hat. Wer nicht Medium nimmt, ist geisteskrank, ne? So ist es. Nein, jeder so wie er es mag, ne? Spaß, wisst ihr Bescheid, aber echt ein Medium. So, jetzt geht's ran, unsere Burger werden gebraten. Ich muss sagen, mega Chaos. Kleine Küche wurde schon angekündigt, wir müssen jetzt mit Ahmed. Ihr wisst, er ist jetzt nicht der Stange, so kein Disrespect Ahmed, aber mit Ahmed jetzt auch noch mit in die Küche rein. Das könnte heikel werden. Also wir werden jetzt auch noch einen dritten Burger testen mit Vollkorn. Wir haben nämlich eben zu Tobi gesagt, wir haben das draußen gesehen und so rein von der Optik. Meine, ich sehe die Büschen trocken aus, so als wenn die nicht dieses Saftige, sondern einfach so dieses Reinbeißen und zu viel Brötchen und nicht dieses Softe. Aber er sagt, das stimmt nicht und wir werden gucken, ob du wahre Worte sprichst, Tobi. So, ganz wichtig, Brötchen immer einfetten. Oha. Mit Butterschmalz. Ja. Dann kriegst du halt eine geile, krosse Innenseite. Und die Soße sifft nicht so durch. Okay. Du hast ja auch das Problem, dass die Soße so unten am Burger schon runterläuft. Und das verhindert du dadurch. Jungs, darf ich euch einmal was fragen nebenbei? Ja, klar.
Würdet ihr sagen, Tobi ist ein guter Chef? Der Beste. Ja? Hättet ihr das auch gesagt, wäre er nicht hier neben euch? Da kommen die Burger von niemand geringerem als Tobi. Einmal dein Roadhouse, dann einmal der Cheesy mit Vollkorn zum Testen. Ja. Ich danke dir, Tobi. Dann lass das schmecken. Machen wir, danke, danke. Sehen echt, sehen nicht schlecht aus, ne? Auf jeden Fall. Sehen gut aus. Er hat recht. Aber. Ja, ja, sieht fluffig aus. Sieht sehr fluffig aus. Ihr merkt erstmal, richtig knackiger Bacon. Man muss ja immer unterscheiden zwischen Geschmäckern, die im Nachgang kommen oder die direkt am Anfang präsent sind. Ohne Käse drauf, außer Frischkäse, ne? Kein genau. Cheddar oder so. Einmal von innen. Nochmal zum anderen. Den haben wir drin. Mhm. Also erstmal zum Brot. Es ist tatsächlich nicht trocken. Relativ dezent dafür, dass es ein dunkles Brötchen ist, ein Vollkornbrötchen. Recht dezent und angebracht. Hast du auch das Gefühl, dass du in ein Vollkornbrötchen beißt oder gar nicht? Doch, man merkt es. Ja? Das ist ein Unterschied. Man kann das Vollkorn ja nicht so reinhauen, dass wenn du jetzt so ein 100%iges Vollkorn-Schrotbrot oder so beim Bäcker kaufst, auch von der Backweise muss doch irgendwas anders gemacht worden sein. Das ist nicht so ein Vollkorn, ist ja oft sehr fest und das ist es nicht. Ich werde jetzt in mich gehen. Es geht jetzt erstmal zum Bäschle-Burger und am Ende des Videos seht ihr natürlich wie immer die Bewertung. So, wir sind am Start bei Beste. Danke nochmal an Fernandes und an Buschi für den Tipp. Und eins bitte, wenn ihr so einen Namen habt wie Beste, schreibt nicht einfach Beste Burger in Oldenburg, dann denke ich, ja, ja, wie heißt der Burger? Ich habe schon ein, zwei Burger gesehen eben. Die sehen heftig aus, aber das heißt ja noch nichts. Ich bin gespannt, wir gehen rein. Guckt euch an, das ist für mich irgendwie, wie soll ich sagen, entspannte Atmosphäre. Also Leute, heute ist Dienstag Double It und es gibt ein Patty umsonst. Also das schmeckt mir schon mal. Ein Patty umsonst, schmeckt uns das? Da lacht mein Bauch. Ja, ja, meiner auch. Was ich übrigens auch sehr fühle, was ich irgendwie so geil finde, durch dieses Prinzip der Empfehlung. Ihr empfehlt mir was, was ihr sehr geil findet. Das heißt dann natürlich nicht automatisch, dass ich das geil finde. Ich habe schon Sachen getestet, wo ich dann frage, so, was ist denn deren Köpfe geraten? So, ne? Ich habe ja unabhängig auch mal ohne ein YouTube-Video irgendeinen Test, bin ich nachgegangen, dann denke ich, was wollt ihr von mir so, ne? Aber manche Leute finden das geil, manche das. Und auch heute schauen wir, ob top oder ob flop. Also Ahmed hat es eben auf den Punkt gebracht. Warum nicht einfach den Burger des Hauses testen, nämlich den Beste Burger. Hier habt ihr ihn, auch für die Preise, dass ihr das mal seht. Das ist für Menü und Single der Burger 7 Euro. Beste Burger. Fairer Preis hier in Oldenburg. Ihr wisst, ich habe Essen studiert. Jetzt geht es an den Beste Burger. Vielleicht sogar der Beste in ganz Deutschland. Also ich habe Scheiße eben gelabert. Es gibt den Besten, aber es gibt auch den Allerbesten. Wir nehmen beide. Wir nehmen beide Burger, genau. Und danach teilen wir uns den. Das ist ein Plan. Also pass auf, extra vom Bäcker hergestellt, das Brioche. Eigene Soßen aus eigener Herstellung, Fleisch vom Fleischerbartsch um die Ecke. Vom Außenkunstwerk. Das hier ist der Beste und das hier ist der Allerbeste. Da ist sogar, wir wollen eigentlich ohne Bacon, jetzt ist Bacon drauf. Achmed hat so gesagt, der scheißt jetzt auf alle Vorsätze, der ist Schwein jetzt sogar. Niemals. Doch, hast du eben gesagt, Bruder. Ist sicher. Nein, keine Fake News hier. Also nur fürs Feeling. Burger, wenn es geht, für mich immer außer Hand. Außer man saut sich komplett voll, dann geht das nicht. Oder man ist das erstmal mit einer Frau unterwegs und möchte nicht aussehen wie der letzte Waldmensch, weil man gegessen hat. Mir schon passiert, macht nichts. Zieht euch das rein, Saftigkeit. Passt genau in die Hand. Brioche richtig weich und fluffig. Ja, das ist so saftig, das hört man, Digga. Das ist mega saftig. Ich muss mal kurz meine Gedanken in Worte fassen. Kennt ihr das Feeling, wenn zu viel saftiger Salat auf dem Burger ist oder die Tomate, keine Ahnung, zu viel, ihr beißt rein und es ist einfach nicht dieses saftig in dem Sinne, sondern es ist einfach zu viel Flüssigkeit. So, und genau das hatte ich nicht bei dem Burger. Ich habe reingebissen und ich dachte, es kommt jetzt so dieses ganze Tomatenwasser läuft raus, irgendeine Soße, die ihr nicht haben wollt, irgendwie zu flüssige Soße auch. Gibt es auch. Fühle ich. Dachte man nicht.
genau in dem Moment vorher, also an Saftigkeit, das muss ich jetzt einfach mal sagen, an Saftigkeit, das Feeling, das Perfekt, der perfekten Saftigkeit, das ist eine 9,5. Nur von der Saftigkeit ist, ne? Ihr habt, es kommt nicht vom Grill, also nicht vom Holzkohlegrill, aber ihr habt ein perfektes, diese Röstaroma auf dem Burger. Ich schwöre euch, krank. Und dieser Kransierspeck da drauf, oh mein, oh, dieses Schweinespeck. So, den anderen, weil den Ahmed auch noch isst, den muss ich mit Besteck einmal kurz durchschneiden, damit Ahmed auch was zu essen bekommt. Also im Prinzip der Beste war jetzt der Unterschied, glaube ich, die Soße. Soße, ja. Und Bacon, ne? Und Bacon. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Mhm. Das sieht richtig... Milchiges Brioche, ich schwör's euch. Milchig im Geschmack, wie diese Milchbrötchen, die ihr in der Tüte als Kind immer gekauft habt, irgendwie, sei es bei Aldi oder sonst wo, diese einfach Milchbrötchen, wisst ihr? Diese Soße. Ich würde schwören auf mein Leben, wenn ich es nicht, also ich kann es nicht wissen, aber würde schwören auf mein Leben, da haben die Chips klein gemahlen und in die Soße reingemacht. Ich weiß, das ist eine Lüge, aber ich schwör's dir, Ahmed, die Nachnote, ich weiß nicht, welche Chipsorte, das ist irgendeine Pringles-Sorte, schmeckt haargenau im Nachgeschmack, dieser Nachgang. Von dieser Soße, das ist unnormal. Ihr kriegt die Bewertung am Ende des Videos. Aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist eine enge Kiste da oben in meinem Burger-Ranking. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ich sage euch, beste Burger, einfach vielen Dank für diese Empfehlung. Wir sind durch jetzt hier und wir gehen zur Bewertung. Also macht euch gefasst auf eine kranke Bewertung. Also zurück zu Beef and Beats. Knallhart auf den Punkt. Es war ein guter Burger. Ich kann jedem empfehlen, hierher zu fahren. Ich gebe ihm eine 7,8 von 10, was eine gute Bewertung ist. Begründet, die haben eine geile Soße. Eine geile Soße, die direkt reinkickt mit diesem Jalapeno-Aroma. Der Bacon war schön knusprig. Es war wirklich ein Erlebnis. Er war mir aber schon fast ein bisschen zu kross. Fleisch war gut, Brot war gut, aber es geht nicht über dieses Gut hinaus. Es ist für mich ein guter Burger, aber dieses Brioche, da kann noch ein bisschen mehr diese Explosion. Aber es war ein guter Burger, den man sehr gut essen konnte. Und ja, wir gehen jetzt rüber zur beste Bewertung und ich sag euch, diese Bewertung wird euch umhauen. Ich musste spontan aus dem Auto springen. Ihr kriegt sie jetzt. Leute, ich muss direkt hier raus. Diese Aufnahme ist spontan entstanden von der Bewertung, weil ich kann diese Gedanken nicht aus meinem Kopf rauskriegen. Das muss jetzt umgesetzt werden. Die Bewertung zu beste kriegt ihr jetzt. Ich schwör's euch, es war nicht geplant. Es gibt 8,7. Wir haben den besten Burger Deutschlands jetzt gerade. Es ist der heftigste Burger. Diese Körnung von dem Fleisch, noch nie gesehen. Diese Röstaroma auf dem Fleisch, dieser Röstgeschmack, die Saftigkeit in Person, die das perfekte Level. Diese Soße, die nach Pringles geschmeckt hat, dieses Brioche, das einfach nur milchig war. Als hättest du in die beste Milch einen dicken Hieb von genommen. Das ist zu krass. Puh, ich bin echt ohne Adrenalin. Holle die Waldfido. Das war heftig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut mir eure Kommentare wieder rein. Für den nächsten, der das knackt, das Kommentar schreibt, wenn es mehrere sind, muss ich mir einen aussuchen. Aber einen von denen, der diesen Burger toppt, gebe ich 250 Euro. Ich schwöre es euch, 250 Euro Amazon-Gutschein auf meinen Nacken. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber versucht euer Bestes. Danke fürs Zuschauen beim Video. Lasst mir Daumen oben da. Lasst mir... Sorry, ich bin gleich weg. Ich filme mich selber. Ach so, ich bin einfach schnell ausgestiegen. Ich habe schnell meine Eindrücke aufgenommen. Ich dachte gerade, meine Aufnahme wäre verloren. Lasst mir Daumen oben da, Kommentar, teilt das Video. Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal.